Hallo und herzlich willkommen bei Werkzeug TV. Heute ausnahmsweise mal nicht aus unserem Studio, denn wir haben uns rausgewagt in die Sonne. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Aber erstmal möchte ich meinen Gast begrüßen, Ralf Niebergall, Verkaufsberater bei der Firma Barco. Hallo. Hallo. Ich habe es gerade schon gesagt, es hat einen besonderen Grund, dass wir hier draußen sind, denn 7 Meter passen schlecht in ein Studio und knapp 7 Meter lang ist der Transporter, den Sie uns mitgebracht haben. Das ist nicht irgendeiner, sondern das ist ja sozusagen ein Promo-Mobil der Firma Barco. Worum handelt es sich hier genau? Ja, ist richtig. Es ist, wie der Name schon sagt, Demo-Van. Wir fahren zu den Endverbrauchern hin und zu den Großkunden, die den Endverbraucher dann besuchen können. Der Van ist komplett ausgestattet, vom kleinsten bis zum kompletten ausgestatteten Werkstattwagen. Und damit fahren wir die Endverbraucher und auch Großkunden an. Wie lange machen Sie das schon? Wie lange gibt es den schon? Den Van haben wir jetzt 2 Jahre und wird immer wieder auf den neuesten Stand. Es kommen immer wieder Erneuerungen, wird immer wieder erneuert. Und quasi, wenn wir uns gleich besichtigen, ist alles in neuester Ordnung. Mhm. Als Verkäufer ist das, glaube ich, auch eine große Erleichterung. Früher hat man wahrscheinlich das ganze Werkzeug einzeln mit dem PKW rumgefahren. Jetzt hat man hier alles in einem sozusagen. Das ist richtig. Ja, ich bin nicht nur Verkäufer bei Barco, sondern auch technischer Berater. Und wenn man dem Kunden natürlich was erklären will, ist es immer besser, wenn man die Werkzeuge dabei hat und er auch selbst Hand anlegen kann mit den Werkzeugen, ist eine optimale Hilfe. Okay, dann gucken wir uns die Werkzeuge mal an. Schauen wir mal rein in das Schmuckstück. Okay. Also, rein in die gute Stube. Jawohl. Was als erstes auffällt, ist unglaublich ordentlich hier drin. Ja, da lege ich auch großen Wert drauf. Ist natürlich, wie gesagt, ein Demo-Van und der soll natürlich auch ordentlich aussehen. Mhm. Weil der Kunde soll sich auch wohlfühlen, wenn er damit unterwegs ist. Und wir können ja mal verschiedene Sachen angucken. Da siehst du, hier kann man schon mal sehen, wie es aussieht. Ja, wie viel Werkzeug ist hier insgesamt drin? Wir haben über 1500 Teile. Vom kleinsten Bits, vom kleinsten Schraubenzieher bis zum komplett bestückten Werkstattwagen ist alles vorhanden. Okay. Wollen Sie uns mal 2, 3 Highlights zeigen? Ja, natürlich. Wir haben hier zum Beispiel einen bestückten Werkstattwagen mit Ordnungssystemen. Das heißt, wenn man ein Teil entnimmt, ist farblich markiert und man sieht sofort bei der Werkzeugkontrolle am Abend, halt, da fehlt was. Ob was fehlt. Mhm. Und kann natürlich schnell einordnen. Mhm. Dann haben wir zum Beispiel Zerspannungstechnik hier drin, okay, für Metall. Wir haben Zerspannung für Holz, Holzbearbeitungsgeräte. Ja, wir sind also wirklich komplett über die komplette Breite ausgestattet. Also wir könnten schon was zusammenbauen, wenn wir hier ausgestattet Fall. Sind. Auf jeden Fall. Also das lässt keine Wünsche offen, da steckt wirklich jedes Handwerkerherz höher. Vielen Dank, Herr Niebergall, dass wir uns diesen intimen Einblick gewährt haben. Kein Problem, dafür sind wir da. Okay, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von Werkzeug TV wiedersehen. Tschüss, bis dann.